herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einer späten Stunde, also wo ich einen Part aufnehme. Nämlich um 0:50 Uhr an dem Tag, wo ihr den Part um 12 Uhr mittags sehen werdet. Ihr seht, also frisch aufgenommen. Wahrscheinlich penne ich da noch, wenn ihr ihn seht, weil ich noch einen Haufen anderes Zeugs voraufnehme. Das ist halt das Live eines YouTubers mit dem Nachtrhythmus eines YouTubers. Sehr gut Deutsch. Alles kaputt. Sollen wir doch mal, was um 0:51 Uhr hier krass so abgeht. Ich glaube, die meisten werden schlafen. Sollen wir erstmal so ein geiles... Sollen wir mal noch weißiges Hefte offen haben? Das hier ist nämlich gerade am meisten. Man fragt mich so, weshalb ich jetzt so dumm bin, um diese Uhrzeit noch unterwegs. Ich kann es euch nicht beantworten. Vor allem, weil einfach gefühlt alles schon geschlossen hat hier in diesem Supermarkt dazu. Da bis 24 Uhr offen, immerhin etwas, ne? Aber Christian ist hier. Mensch, das bist du ja, David. Du siehst wie immer spitze aus und City zu Besuch zu sein, ist einfach nur klasse. Das ist doch schön. Aber hier, unser Postamt hat wenigstens noch offen. Das hat nämlich 24/7 offen. Aber eigentlich wollen wir hier gerade nichts. Interessant, dass da wirklich noch Leute am Schalter sitzen, aber das tun die eh die ganze Zeit. Ja, krass viel. Mehr los ist hier noch nichts. Was ist hier eigentlich nochmal drin? Ah, nee, das war dieses Traumdings. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Andererseits... Weißt du, Leute, was ist denn so spät ist, kommen wir eigentlich mal ein bisschen träumen. Weshalb wir jetzt in dem Slummerhaus einfach mal hier ein bisschen schlummern. Weil es so spät ist. I mean, why not? Erzähl mir was. Sie möchten von mir ein paar Tipps zum Schlummern. Bitte begeben es links zum Bett. Das Schlummerlebnis beginnt, sobald sie mir gesagt haben, wovon sie träumen müssen. Okay. Okay, ist gut. Es war ein Fehler, sozusagen, mit Erzählen. Gut, ich kann doch jetzt noch Albträume geben, das ist heftig. Albträume ist ein Wort, das mag ich nicht gern. Gut, zum Bett. Ja, es will. Bevor man das ehrlich sind, nicht so krass viele. Dann schlummern wir heute im Part einfach mal ein bisschen. Weil ich bin einfach auch müde. Werde gleich auch schlummern gehen. Und Armin. Weihnachten. Such du mir eine aus. Ich finde das witzig, dass man ja wirklich so in irgendwelche Schlummerstätte kommt. Aber das ist lustig. Ich meine, schlafen wir richtig und das sollte man um die Uhrzeit auch machen. Und das sollte ich im Leaf jetzt eigentlich besser auch machen. Ich könnte mein Licht da jetzt auch mal dimmen, aber dann sieht ihr mich nicht mehr. Deshalb bleibt meins leider an und war gerade kompletter Flash. Ein kleiner Tapir, zwei kleine Tapire, drei kleine... Tapire, vier kleine Tapire, fünf kleine Tapire, sechs kleine Tapire und es geht los. Wir schlafen. So, jetzt geht's auch, glaube ich, mal geschwind. Hier hin. Das Ganze ist ein bisschen groß, aber das reicht eigentlich auch. Weil wir besorgen uns einfach, weil hier kann man eigentlich eh mehr oder weniger nur sehen. Und ich meine, es ist richtig, richtig schön und weihnachtlich. Und interessant. Schaut euch mal. Und schöne Wege und alles. Das ist sehr schön, wo auch immer wir sind. Denkt ihr, kommt ein Zug oder kommt hier gar keiner, ne? Hier kann man safe auch nichts machen, oder? Das war lange nicht mal so eine Traumstadt. Da kann man hier Innentram auch noch verreisen. Von Komme bin ich, ah ja. 35 Mal besucht, das ist heftig. Und da ist auch gerade das Zug da, das ist ja lustig. Ja, ich habe keine Ahnung, dass das Prinzip funktioniert hier mit diesen Städten, die man nachts besucht, aber es ist ja interessant. Und man kann sogar Sachen hier mitnehmen, das ist ja höchst interessant hier sogar. So, ob man die auch so Geld verbraten kann. Das wäre es nämlich komplett, wenn das gehen würde. Ich finde es wirklich schön, dass sie hier einfach auch so Wege haben. Finde ich nett. So, was wollen die hier? Also, sag bloß. Mal die Leihgießkanne und das Ding, aber ich glaube, dann kann man sein Inventar irgendwie ja, sage ich nicht, was finden direkt. Nützt auch nichts immer, was hier im Pfandhaus irgendwie verkauft, weil mir hält den ganzen Spaß nicht. Aber gehen wir einfach mal hier rein und schauen, was es hier gibt. Ich finde an sich wirklich schön, so die Städte zu sehen. Schick mit dem Fernseher hier hinten. Findest du mich echt schön, hier mal ein bisschen einfach so entspannen. Die schöne winterliche Atmosphäre zu sehen, obwohl wir mehr oder weniger Hochsommer, oder wir haben Hochsommer besser gesagt. Und deshalb finde ich das hier am Abend eigentlich auch echt entspannt. Ganz lustig, das ist ganz genau laut der Karte sollte hier ein Zelt stehen. Das ist ein interessanter Campingplatz hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Frucht hier? Ist Ananas an Bäumen? Interessant, wie ich im Großteil einfach was finden, nachdem man sie runterwirft. Die ist ja interessant. Vorübergehend dauerhaft geschlossen. Das ist ja auch mal ein dicker Hund hier. Aber soweit sieht es doch eigentlich ganz nett aus hier, ne? Also kann man nicht krass machen, als hier rumgehen. Ja, ich bin hier am Strand mal. Ich schaue überall Muscheln sind. Palmen. Dem richtig schön Kokosnüsse rausfallen. Aber es war eigentlich dieses eine, was wir gerade in unser Inventar getan haben. Was ist das? Dorianfrucht. Bro, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass wir es irgendwie nicht mitnehmen können. Was kritisch ist. Aber so ist es halt. Akzeptierbar. Nehmen wir hin. Ich will mal schauen. Ich habe Bildzeug jetzt in meinem Inventar geschafft und zu einer Brunnen. Dort sehen wir schon, was ich davon eventuell damit nach Hause nehmen kann. Wahrscheinlich geht nichts, das weiß ich nicht mal. Das ist lang her, dass wir das letzte Mal hier diese Träume hier gemacht haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt lang genug, haben hier rumgeträumt und können eigentlich... Wir werden jetzt hier auf Wegen bleiben, ganz gechillt, gemütlich zurückgehen und dann uns wieder in die normale Welt transportieren lassen. Weil wir haben hier jetzt genügend gesehen. Und ich bin das Let's Play auch in echt müde. Das ist krasser, wer ist denn das hier? Ah, deshalb ist schon mal in einem Traum getroffen. Ich sehe, du bist ein großer Fan von Slummerland. Wenn dir die Träume dieser Stadt gefallen, kannst du dir eins meiner kopierten Kunstwerke zulegen. Na, was hältst du davon? Ja, gerne, immer doch. Gut, bevor du dich für einen Weg entscheidest, musst du wählen, wo du es beißen müsstest. Oh Gott. Das ist hässlich. Dann nehmen wir das hier. Mal das hier. Haben wir es zu mir genommen? Haben wir es sogar. Yay! Wunderbar. Ja, wir begeben uns dann jetzt hier zurück. Müssen Sie aufwachen. Weck mich schnell auf. Das ist erst total selten, dass ich dieses Weck mich schnell auf überhaupt mal sage. Aber in dem Fall ja. Ich will wieder aufwachen. Und zurück ins Real Life. Weil ich sonst ja nicht gleich echt anschlafe. Das ist so ironisch. Von Albtraum würde ich hier definitiv nicht reden. Oha, einen wunderschönen guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, und wir? Ich freue mich ungemein. Kommen Sie wieder, wann immer Sie Bedürfnis haben, auszuschlafen. Das krass ist, ich halt einfach immer noch nachts draußen, ne? Jo, wir kommen definitiv bald wieder. Aber es hat immer noch nachts draußen, das ist das Krasse. Und ich bin im Real Life einfach kein Stück wacher. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass ich es bin. Ich glaube, jetzt laufe ich einfach ganz gemütlich zu meinem Haus zurück und lege mich dort einfach schlafen. Da ist das einfach der Schlummerpart hier. I mean, not, aber why not? Kann es auch mal geben. Und im nächsten Part schauen wir, dass wir unser Haus dann wirklich vergrößern. Das war's halt mal ein Schlummerpart. I mean, why not? Ist doch einmal lustig. So, wenn euch dieser ganze Spaß gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten bedanke ich mich. Halt, ich will jetzt hier irgendwie noch drauf schlafen. Danke. Licht ist auch aus. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich beim Zusehen von dem Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich so müde bin. Um 1.04 Uhr. Weißt du, auch immer ich jetzt so müde bin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.